Guten Morgen! Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Sieht man, dass ich hier schon Rouge drauf habe und hier nicht? Vermutlich nicht, weil es völlig überbelichtet ist. Komm noch. Lena macht unser Video fertig. Ich habe es gestern Abend noch fertig geschnitten und über Nacht hochgeladen. Das heißt, es kommt heute ein bisschen früher. Lena macht gerade noch das Thumbnail und danach gehen wir frühstücken und verbringen den Tag in der Stadt. Aber heute weniger zum Shoppen, sondern weil wir uns wirklich mal die Stadt anschauen. Und haben wir schon Pläne für heute Abend? Nee, ne? Heute ist Mittwoch, oder? Wahrscheinlich gehen wir dann heute in den Maria-Luisa-Park. Ich zeige euch mal Lena, wie sie fleißig am Vloggen ist. Pure Sexiness mit diesem Turban. Schon wieder? Ja, ich hab Hunger. Ich hab auch mega Hunger, aber wir kommen ja hier nicht voran. Ich fange mal an damit, mir auf der anderen Seite Rouge aufzutragen. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Wie bitte? Ich fange an damit, mir auf der anderen Seite auch Rouge aufzutragen. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Ja, das ist eine Idee. Wo sind wir gerade? Keine Ahnung. La Junga. Also wir sind hier in einem ziemlich Nipster-Café. Das ist die Karte. Ziemlich cool aus. Und alles hier schwarz-weiß gestreift. Was uns natürlich sehr gefällt. Und es gibt ziemlich ausgefallene Sachen auch. Ja, wir wollten eigentlich frühstücken, aber hat nicht so ganz wie wir uns eigentlich hätten denken können, kriegen wir um 2:30 nicht mehr zum Frühstück. Wir sind einfach eine Katastrophe. Ja, wir kommen halt nicht früher aus dem Haus. Also heute waren wir schon mal 3 Stunden früher drin als... Mehr. Naja, wir haben jetzt trotzdem was Leckeres bestellt. Zeigen wir euch natürlich. Ja. Und nachher gehen wir noch... Danach gehen wir erstmal zu Mercadona. Oh ja, zu Mercadona. Da gibt es diesen geilen Concealer. Ich hätte schon wieder geil gesagt. Ich würde das gerne sagen. Da gibt es diesen wunderbaren Concealer. Genau, Concealer, Essen, mal sehen, was wir alles kaufen. Ja. Und danach gucken wir uns die Stadt an. Ja. Und danach gehen wir vielleicht noch in den Park und mal sehen. Je nach Wetter, je nach Laune. Den haben wir nicht bestellt, aber anscheinend ist es üblich. So recht auch irgendwann mittags nach dem Essen einschließen. Man muss bedenken, das ist eigentlich unser Frühstück gewesen. Wir waren gerade bei Mercadona. Wir haben jetzt den YSL Dupe Concealer gekauft. Allerdings war er teurer, als Leon behauptet hat. Ich habe eine schlechte Erinnerung. Ja. Aber es hätte sich trotzdem gekauft, weil er trotzdem gut ist. Auch für 5 Euro. Ja, stimmt. Und ich habe mir ganz viel Hautpflege gekauft, weil, wie erwartet, meine Haut hier in Spanien rumzickt und rumspinnt. Ich bin ziemlich sicher, dass es am Wasser liegt und immer so nach einer Woche oder jetzt halt ein bisschen länger in Spanien kriegen die mega die Hautunreinheit. Jetzt habe ich mal ein bisschen was gekauft, mal sehen, ob das was hilft. Sevilla Tipp Nummer 1. Zieht in öffentlichen Verkehrsmitteln immer eine Jacke drüber, sonst seid ihr ganz schnell krank. Wir sind jetzt in dem Park, von dem Leo schon einfach erzählt hat. Maria Luisa. Eigentlich sind wir am Plaza de España. Aber das ist in diesem Park oder verbunden. Gegenüber, ja. Mit diesem Park. Irgendwie gehört zusammen, ja. Unfassbar schön, wirklich. Wunderschön. So die erste richtige Touri-Sache, die wir machen. Nee, wir haben auch schon die Kathedrale. Ja, aber die Kathedrale haben wir uns nur von außen angeguckt. Wir sind leider nicht rein oder rauf oder so. Aber mega schön. Also falls ihr mal hier in die Nähe kommt, dann... Schaut euch diesen Park hier an. So, wir waren gerade etwas unterzuckert. Vermutlich von dem Schnaps, den wir zum Frühstück getrunken haben. Und haben uns jetzt hier in so ein ganz niedliches Café gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennt. Und haben uns bisschen was zu essen geholt. Wir machen ganz kurz Pause. Und dann versuchen wir weiterhin den Weg zu finden in die Stadt, was gar nicht so einfach ist, wenn man mal versucht, ohne Internet zurechtzukommen. Fancy Leonie. Ich beobachte sie. Wir versuchen gerade uns irgendwie zu orientieren, aber... Nicht so einfach, vor allen Dingen nicht, wenn die Karte inzwischen 2 geteilt ist. Und man Schwierigkeiten hat, Karten zu lesen. Wir schaffen das schon noch, Leon. Ja.
sun is high. Let's go for a drive. Wir haben noch gar nicht gezeigt, dass wir heute beide einen Jumpsuit tragen. Es ist auch richtig schwierig, gemeinsam gleichzeitig das Outfit zu filmen. Mein Jumpsuit ist aktuell, der ist von Zara und der kostet nur 19 Euro. Der hat hier vorne so einen sexy Ausschnitt und hinten, müssen wir gleich mal filmen, hat er auch noch so einen Ausschnitt. Auch ein sexy Rückenausschnitt. Mein Jumpsuit hat gar keinen Ausschnitt. Meiner ist von Primark und den gibt es auch nicht mehr. Er hat nur 7 Euro gekostet, ich habe den in meinem Sale bekommen, aber das ist mittlerweile, glaube ich, schon 2 Jahre her. Heute sind wir nicht die Birkenstock-Crew, heute sind wir die Jumpsuit-Crew. Ja, und wir auch tragen auch die Birkenstocks. So, wir haben unseren Gutschein für heute eingelöst. Ich habe grünen Eistee und Lena hat diesen Refresher mit Lime. Und wir haben wieder Gutscheine für morgen bekommen. Und heute haben wir im Angebot Leoli. So, wir sind mal wieder auf dem Heimweg auf der Brücke. Irgendwie fällt uns immer hier ein, dass wir vielleicht noch mal kurz die Kamera anmachen sollten. Wir haben allerdings heute keine Tapas zu Abend gegessen, denn wir haben beschlossen, dass wir heute mal kochen. Deswegen gehen wir jetzt noch ein paar Lebensmittel einkaufen. Wir haben beschlossen, Spaghetti Bolognese zu machen, was typisch Spanisches. Nicht. Und außerdem wollen wir mal Tinto selber machen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erwähnt haben, aber das rote Getränk, was wir eigentlich jeden Abend getrunken haben in den letzten Vlogs, das war Tinto de Verano. Das ist Rotwein mit Sprite sozusagen. Also mit Limo drin. Also es gibt in verschiedenen Versionen mit Orangenlimo oder mit Zitronenlimo oder mit irgendeiner anderen Limo. Das ist richtig lecker, auch wenn man das vielleicht als Deutscher total widerlich findet, so im ersten Moment, wenn man es hört. Aber es schmeckt richtig, richtig gut. So, noch was zu sagen, Leo? Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich habe gar nicht zugehört, ich habe kein Wort gehört. Noch ein kurzes Update von unserem Heimweg, weil ich das so mega witzig finde. Ich weiß nicht so genau, was mit Leo los ist, aber ungefähr bei jeder Laterne und Straßenschild und alles, was halt irgendwie irgendwo rausragt, überall, wo wir vorbeikommen, warnt sie mich, weil sie Angst hat, dass ich dagegen laufe. Und ich weiß nicht, also irgendwie ist mir das bisher noch nie passiert, dass ich irgendwo gegengelaufen bin, zumindest nicht in ihrem Beisein. Und daher verstehe ich das Ganze nicht so ganz, aber danke für deine Besorgnis, Schatzi. So, wir haben lecker zu Abend gegessen, selbstgemachte Bolognese. Und dann haben wir eigentlich gar nichts mehr gemacht, oder? Haben wir noch irgendwas gemacht? Haben wir eigentlich nur noch zusammengesessen. Mal ran hier. Ich will jetzt schlafen. Wir gehen jetzt schlafen. Leo hat morgen wieder Uni. Deswegen gehen wir jetzt schlafen, Kinder. Immer ausgeschlafen zur Uni gehen. Gute Nacht.